Hallo, herzlich willkommen zu unserer Session Drop Your Tools or You Will Die. Ich bin Jira Consultant, ich bin extrem gespannt, was ich jetzt hier gleich zu hören kriege. Timo Volkmar, du sagst gleich noch ein, zwei Worte zu dir. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Timo Volkmar, ich bin sowas wie ein Organisationsberater. Ursprünglich komme ich aus der Informatik, Projektmanagement, habe dann durch die agile Schiene mich in Richtung, sage ich mal, so eines doch eher ganzheitlich blickenden Organisationsberaters entwickelt. Insbesondere habe ich mich in den letzten 5 Jahren, glaube ich, sehr viel mit Soziologie beschäftigt. Ich finde es irgendwie unglaublich spannend. Ich wundere mich zwar immer noch über mich selbst als ehemaliger Techie, aber es macht einfach riesen Spaß und es ist so ein bisschen Theorie jetzt auch drin, ich will niemanden verschrecken, aber ich will letzten Endes, oder ich fange mal andersrum an, als ich den Titel zur Konferenz gelesen habe, Tools und Führung, hatte ich erstmal irgendwie so ein Störgefühl, so, oh Gott, da geht ja gar nichts zusammen. Also digitale Tools und Führung, das hat ja irgendwie so Führung, wie ich das definiere, eigentlich sehr wenig miteinander zu tun. Und dann kam mir dieses Zitat aber über den Weg gelaufen. Und dann dachte ich irgendwie, da kann man was draus machen, da ist was drin. Also eine Frage in die Runde, kennt jemand dieses Zitat? Kennt jemand die Geschichte dahinter? Ja. Einer zumindest, okay. Also da steht ja, das kommt von Carl Weick, das ist ein Organisationsforscher, mittlerweile deutlich über 80, hat aber viele interessante Bücher geschrieben, University of Michigan. Und der hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Drop Your Tools. Ohne diesen Zusatz or you will die. Aber zu diesem Ausspruch kam er eigentlich 1978, als er beobachtet hat, dass ein recht bekannter Seilartist, Hochseilartist, leider tödlich verunglückt ist. Das wurde auch live im Fernsehen übertragen, das war Karl Wallander und der ist leider abgestürzt. Man konnte sehen, dass er sich sehr, sehr lange an seiner Balancierstange festgehalten hat. Und eigentlich sehr, sehr spät erst wirklich versucht hat, sich an dem Seil selbst festzuhalten. Und Weick hat damals argumentiert, wenn der doch gleich seine Stange weggeworfen hätte, dann hätte er das vielleicht überleben können. Und er hat noch ein paar mehr Beispiele gebracht, anhand deren er gezeigt oder zeigen möchte, dass es eben Momente gibt, an denen man seine gewöhnten oder altbekannten Tools wegwerfen sollte und einfach was ganz anderes tun sollte. Und das hat mich dazu inspiriert, zu sagen, ich möchte ein paar Denkwerkzeuge mal vorstellen, die kommen so aus der Systemtheorie, Systemik, um in einer komplexen Arbeitswelt umzugehen. Und was das mit Führung und Tools zu tun hat, will ich dann auch noch so ein bisschen erläutern. Das soll ein Angebot sein, das ist quasi so eine Brille, die ich euch hinhalten möchte, durch die ihr mal durchschauen könnt und gucken könnt, ob ihr da vielleicht was Neues seht. Wenn ich das erste jetzt hier so auf dem Bildschirm habe, unterscheide Blau und Rot. Übrigens so ein roter Faden, der so durch diesen Vortrag geht, ist mir später erst aufgefallen, ist eigentlich Differenzierung. Ich differenziere ganz gerne. Hat jemand eine Idee, worum es da geht? Das kommt vielleicht vielen bekannt vor. Genau, komplex und kompliziert, genau, ist jemand, ne? Also das ist kommt auch aus der Systemtheorie, geht eigentlich auf Gerhard Wohland zurück, ein hervorragender Systemtheoretiker, Praktiker, wie ich finde, der hat diese Farben geprägt. Ist das für mich ein Werkzeug, um schön herauszufinden, wann soll ich denn welche Art von Werkzeug benutzen, beziehungsweise welche Art von Problem habe ich denn hier überhaupt vor mir? Und Blau und Rot steht eben, wie du gesagt hast, für kompliziert und komplex. Das Komplizierte ist so eine blau-kalte Farbe. Üblicherweise sind das auch so technische Dinge. Und die haben die Eigenschaft, dass die eigentlich hervorragend oder eigentlich ohne Probleme vorhersagbar sind. Die Informatiker kennen den Begriff Determinismus. Jedes Computersystem, jedes technische System, jede Software arbeitet deterministisch. Das heißt, wenn ich die Eingangsdaten alle kenne,
und ich kenne das technische System, kann das hinreichend beschreiben, und das ist bei technischen Systemen im Prinzip immer so, dann kann ich auch genau sagen, was passieren wird, was als Ergebnis hinten rauskommt. Und zwar kann ich das immer. Also das ist verlässlich. Ich kann es vorhersagen. Es wird mich anders als das Komplexe nicht überraschen. In der komplexen Domäne, in der komplexen Welt haben wir diese Eigenschaft, dass wir tatsächlich überrascht werden können. Wir kennen die Eingangsvariablen, wir geben was rein, wir tun etwas, es passiert aber etwas vollkommen anderes als das, was wir erwartet haben. Das ist üblicherweise in sozialen Systemen so, ne? Und jedes Unternehmen, jedes Team, aber auch jede Familie, jeder Verein, immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, entstehen soziale Systeme und die sind komplex. Da das Komplizierte sehr gut vorhersagbar ist, macht es da auch Sinn zu planen. Also Planung bedeutet ja, ich nehme mir etwas vor und ich gehe davon aus, dass die Umstände dann, wenn ich das so umsetzen will, auch immer noch so sind, wie ich sie angenommen habe. Das funktioniert eben gut, wenn die Umgebung vorhersagbar ist. Im Komplexen funktioniert es weniger gut, weil ich überrascht werden kann. Ne, also life is what happens while you make plans. Ich plane irgendwas und plötzlich passiert was ganz anderes. Und das ist in vielen Projekten so, in Unternehmen so. Drum macht es da Sinn, sich vorzubereiten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Planung ist aber doch Vorbereitung. Und da komme ich jetzt wieder, ich möchte das gerne ein bisschen differenzieren. Ich sage, der Unterschied zwischen Planung und Vorbereitung ist, dass wenn ich plane, habe ich den Anspruch, dass dieser Plan auch eingehalten wird. Und zwar habe ich dann auch den Anspruch, dass ich dadurch auch, ich nehme jetzt mal das böse Wort Ressourcen, spare. Weil ich muss ja nichts tun, was irgendwie auf andere Umstände hinwirken könnte, weil ich gehe ja davon aus, dass der Plan so eintritt. Also tue ich auch nur das, was ich brauche, um den Plan zu erfüllen. Vorbereitung ist was anderes. Vorbereitung ist im unternehmerischen Kontext zum Beispiel eben auch mal sinnvollerweise Verschwendung zu betreiben. Als Beispiel, ich habe ein Team in der Produktion, das eigentlich, ich sage jetzt mal, sehr viel Leerlauf hat, das aber dann einspringt, wenn die Riesenanlage stehen bleibt. Und ich halte das vor für den unwahrscheinlichen Fall, dass das passiert. Das ist erstmal Verschwendung. Die Effizienzfanatiker kommen sofort an und sagen, ja, die müssen doch ausgelastet werden. Die können doch nicht da sitzen bleiben und nichts tun. Aber es ist eben unheimlich teuer, wenn ich so ein Team nicht habe oder wenn das unterbesetzt ist, wenn der Fall eintritt, dass die Maschine ausfällt. Also möchte ich vorbereitet sein. Das ist ein Mittel zur Vorbereitung, was heute in Unternehmen häufig vernachlässigt wird, weil wir so effizienzgetrieben sind. Das Komplizierte kann ich auch sehr gut mit Wissen beherrschen. Das heißt, ich kann aufschreiben, wie etwas funktioniert. Ich kann eine Anleitung schreiben, ich kann Rezepte schreiben, ich kann Prozesse definieren und dann kann ich komplizierte Dinge abarbeiten oder abarbeiten lassen. Im Komplexen ist es so ein bisschen anders. Da kann ich das nicht so gut, weil ich ja auch nicht weiß, was passiert. Das heißt, komplexe Dinge sind Dinge, über die ich gar kein Wissen habe, über die kein Wissen existieren kann. Zum Beispiel Produktentwicklung. Ich entwickle ein neues Produkt, ich bringe das auf den Markt und ich möchte jetzt, ich gehe davon aus, das kaufen ganz viele Kunden, aber da kann kein Wissen existieren. Ich finde erst dann raus, wenn ich tatsächlich damit am Markt bin, ne, wie heute auch in der Keynote heute früh gesagt, wenn ich an der falschen Ecke stehe, wo eben kein Mensch Kaffee kaufen will, dann finde ich es erst dann raus, wenn ich an dieser Ecke stehe und versuche, Kaffee zu verkaufen. Und der Versuch, da Wissen zu generieren, der ist fatal, weil das halt so ein Pseudowissen ist, das uns dann plötzlich in die Lage bringt, oh, ich werde ja ganz überrascht, ich habe ja gedacht, das funktioniert, aber es funktioniert ja gar nicht. Und deshalb funktioniert es im komplett Komplizierten auch sehr gut, mit Rezepten und Regelwerken umzugehen. Ich kann das beschreiben, ich kann etwas aufschreiben und kann das abarbeiten. Also für bekannte Probleme, wo Wissen existiert, kann ich wunderbar mit einem Regelwerk arbeiten. Und im Komplexen brauche ich Übung, also Vorbereitung, Übung, und ich brauche vor allem aber auch Ideen. Wenn ein neues Problem auf mich zukommt, dann brauche ich Ideen, wie ich damit umgehen kann. Ich kann nicht auf vergangenes oder nur begrenzt auf vergangenes Wissen zurückgreifen und sagen, ja, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, weil es eben ein neues Problem ist. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, dass ich vorankomme. Also die Frage, wie geht das, ist die richtige Frage, wenn es um was Kompliziertes geht. Es ist die falsche Frage, wenn es um was Komplexes geht.
Und ich greife das gleich nochmal auf. Ich habe ein schönes Beispiel, wo das vielleicht deutlich wird. Deshalb ist im Komplexen eigentlich die Frage, wer kann das am besten? Ne? Also wir brauchen bei uns im Unternehmen die Könner. Wer kann das? Wem trauen wir das zu? Wer hat da Ideen? Wer hat da vielleicht schon ein bisschen Übung und Erfahrung? Das heißt nicht, dass er die Lösung schon kennt. Aber die Frage ist, wem trauen wir denn zu, das machen zu lassen? Und die Frage, wie geht das? Also ich schreibe das auf und gebe es jemand hin und mache das mal so, ist immer nur eine Lösung für etwas, wo ich schon das Wissen habe, wie eigentlich die Lösung aussehen muss. Und das heißt auch, dass so etwas wie Steuerung, was wir ja aus dem Arbeitskontext recht gut kennen, man könnte da auch Management hinschreiben, funktioniert im komplizierten Bereich sehr, sehr gut. Wohingegen Führung, und ich gehe jetzt gleich nochmal drauf ein, wo da jetzt der Unterschied ist, Führung ist etwas, was im komplexen Umfeld sehr gut funktioniert. Wenn man jetzt aber glaubt, die Welt ist schwarz und weiß und es gibt irgendwie Probleme, die sind kompliziert und Probleme, die sind komplex, dann ist das auch nicht so ganz richtig, denn es ist immer irgendwie was Gemeinsames. Es kommt immer beides. Ne? Also alle Problemstellungen haben immer irgendwie komplexe und komplizierte Anteile in verschiedenen Ausmaßen. Und um ein Beispiel zu geben, der Prozess zum Beispiel Recruiting. Ich möchte eine Mitarbeiterin einstellen. Und dann habe ich mehrere Problemstellungen. Ich muss eine Anzeige schreiben, die die richtigen Leute anspricht. Anzeige schreiben ist ein Stück weit kompliziert. Ne? Da muss ich Textbausteine vielleicht zusammenwürfeln, digital veröffentlichen. Das kann man automatisieren. Ich muss aber auch den Text so wählen, dass die Leute angesprochen werden, die ich ansprechen will. Das ist ein komplexes Problem. Da ist die Frage, wer kann das gut? Die richtige Frage. Das kann ich schlecht digitalisieren. Und dann kommt der Prozess, wenn ich dann einen Bewerber, eine Bewerberin da sitzen habe und rausfinden will, passt dieser Mensch denn zu uns? Passt er ins Team? Wollen wir mit dem zusammenarbeiten? Dann ist es keine Frage, die ich mit einem Regelwerk abarbeiten kann oder die mir ein digitales Tool irgendwie beantworten kann, sondern da brauche ich Menschen, die mit ihrer Empathie, mit ihrem Gefühl hingehen und sagen, ja, das passt oder nee, das passt nicht. Und ich habe gestern von der Pia von Zipgate ein schönes Zitat aufgeschnappt aus der Lounge, die beschrieben hat, wie das war, als sie mal einen Bewerber abgelehnt hat und dann begründen sollte, warum sie diesen Bewerber abgelehnt hat. Und was ihr eingefallen ist, sie hat gesagt, na, der hat nicht die richtigen Sätze gesagt. Und dann irgendwie, ja, welche Sätze musste der denn sagen? Ja, und das führt schon in die Richtung, ja, also stell doch mal eine Regel auf, wie du feststellen kannst, dass der Mensch nicht passt, aber das funktioniert nicht. Sie hat auch gesagt, ich kann das nicht beschreiben, das ist so ein Gefühl, ich kann dir einfach nur sagen, der hat nicht gepasst, so. Und das will ich so als wesentliches Denkwerkzeug auch mitgeben. Wie erkenne ich denn kompliziert oder komplex? Was Komplexes hat meistens oder eigentlich fast immer diese Eigenschaft, ich kann das nicht beschreiben. Es ist sehr schwer, ich finde die Worte nicht. Ich kann immer nur sagen, irgendwie wie es mir ging, aber dann von dem, was ich erzähle, auch zu Schlussfolgern, das wäre dann eine Regel für das nächste Mal, also für den nächsten Bewerber, den ich dann frage, und zu denken, das wäre dann wieder das gleiche Problem, das schlägt fehl, das funktioniert nicht. Ich muss mich dann wieder neu auf den Menschen einstellen und neu wieder rausfinden, passt das oder passt das nicht. Und dieses, wie geht das, das ist einfach kaum oder gar nicht zu beschreiben. Und daran erkenne ich ein komplexes Problem. Wenn ich Komplexität habe, ist es schwer beschreibbar. Differenzierung, ich sagte es eben schon, unterscheide Führung und Steuerung. Es gab ja auch schon einige Vorträge hier so über Management und Führung und was ist das überhaupt. Und heute wird ja viel auch über Führungskräfte gesprochen und Führung, was ist das? Wie schon vorher zu sehen war, ich glaube, dass eben Steuerung ein Mittel ist, ein durchaus adäquates Mittel, das aber vorwiegend dazu geeignet ist, mit komplizierten Problemen umzugehen. Und Führung eher etwas, womit ich gut Komplexität begegnen kann. Differenzierung, die ich da machen will, ist einmal, was ist jetzt eigentlich Steuerung? Ja, also üblicherweise wird es eigentlich von einer Person aus geübt. Ne? Also einer sitzt am Lenkrad und steuert. Das ist wirklich, einer hat auch per Vereinbarung oder per Definition eben die Macht zu sagen, wie es gemacht wird. Wir verwenden heute den Begriff der Führung häufig auch für eine Führungskräfte. Das ist in der Art und Weise, wie ich aus der Soziologie Führung definiere, eigentlich falsch. Denn durch die soziologische Brille ist Führung eigentlich das, was zwischen Menschen passiert.
Es ist ein soziales Phänomen. Führung kann nur existieren, wenn mindestens zwei Menschen da sind. Und es kann eigentlich auch nicht sein, dass ein Mensch in einer Gruppe von sich aus entscheidet, hier der Führer zu sein, der Anführer zu sein. Warum ist das so? Also Steuerung nochmal, Steuerung basiert auf Macht. Ne? Ich bekomme irgendwie die Macht, also entweder per Vertrag in meinem Unternehmen oder die Gruppe entscheidet sich tatsächlich zu sagen, hey, du mach das mal, und dann ist auch Steuerung durchaus ein adäquates Mittel. Also einfach eine harte Entscheidung, so machen wir es jetzt. Führung, echte Führung basiert immer auf sogenannter volontärer Gefolgschaft. Das bedeutet, mir folgen die Leute. Warum auch immer, ne? Aus Anerkennung, sie erkennen an, oh, der hat eine gute Idee und ich glaube, hey, das ist gut, da gehe ich mal hinterher. Aber diese Entscheidung, dass mir jemand hinterhergeht, die kann ich als derjenige, der dann der Anführer plötzlich ist, nicht treffen. Das können immer nur die anderen treffen. Das heißt, Führung ist etwas, was ich nicht aus mir selbst heraus als Person entscheiden kann, sondern das kann immer nur das Kollektiv entscheiden. Und wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie ein selbstorganisiertes Team denkt, was ist Selbstorganisation? Ja, das ist auch ein soziales Phänomen. Das ist eine Umgebung, wo Führung, permanente Führung stattfindet, wobei es häufig schwer ist zu sagen, wer ist jetzt gerade da im Lead? Das wechselt permanent, ne? Da werden Ideen ausgetauscht, jemand hat eine Idee, die werden verworfen. Und das ist das Wichtige dabei, dass Ideen konsequenzfrei verworfen werden können. Da spielt formelle Macht, wie häufig ja in vorgesetzten Situationen, keine Rolle. Deshalb ist es auch egal, was ich sage und ob es verworfen wird, ich muss keine Konsequenz fürchten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Steuerung kann sehr effizient sein. Es kostet sehr wenig Zeit. Ich brauche keine Diskussion. Einer entscheidet. Punkt. Das ist die Vereinbarung. Und das ist auch manchmal gut so. Also es geht hier nicht um gut oder schlecht, sondern es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Unter Führung kann man eher von Effektivität sprechen. Nämlich Effektivität ist ja doing the things right, also die richtigen Dinge tun, wohingegen Effizienz doing things right, also die Dinge tun und möglichst richtig, sprich schnell und mit geringem Ressourceneinsatz. Das heißt, ich frage nicht, was ich da eigentlich tue, ich tue es nur möglichst effizient. Und unter Führung habe ich jetzt, wenn ich Entscheidungsprozesse sehe oder wenn es darum geht, eben herauszufinden, was tun wir da jetzt, dann ist es häufig mal auch länglich und zäh, aber meistens, nicht immer, ist keine Garantie, ist es aber auch so, dass Ideen sich eben aufgrund ihrer Qualität durchsetzen. Das heißt, ich habe möglichst gute Ergebnisse. Das ist eigentlich der Anspruch, den man da hat, und das ist auch das, was man tatsächlich beobachten kann. Dass sich eben gute Ideen durchsetzen, und das ist die Idee dahinter. Da wird sehr stark eben drauf, dadurch wird gefiltert sozusagen, was ich überhaupt tue, durch diesen Filter der Selbstorganisation, der Führung, und es wird nicht einfach alles irgendwie möglichst schnell abgearbeitet. Ja, und dadurch fördert Steuerung auch Konformität. Also wenn jemand steuert und ich habe hier, ich sage jetzt mal, eine Abteilung, dann fördert das natürlich, dass sich alle irgendwie auch gleich verhalten, weil, ne, sagt ja einer, wo es lang geht, und die anderen, die machen das dann irgendwie. Wenn ich jetzt möchte, dass ich irgendwie innovativ bin, dass ich Ideen fördere, dann muss ich eine Umgebung schaffen, wo sehr viel Führung stattfinden kann, also sehr viel Selbstorganisation, wo Raum ist, um Ideen zu äußern, Ideen zu prüfen und auch Ideen zu verwerfen. Also wo man auch mal blöde Ideen haben kann, um die Chance zu haben, dass da unter den ganz vielen Ideen auch eine gute dabei ist, die man weiterverfolgen kann. Auch da ist es so, dass Steuerung und Führung natürlich immer gleichzeitig irgendwie auftreten. Ne? Also gerade, es gibt kaum Unternehmen, die irgendwie ohne formelle Hierarchien auskommen, und gerade auch so dieses Hierarchien verteufeln, das ist ein schwieriger Punkt, weil man da auch wieder differenzieren muss, wie entstehen Hierarchien, ist es eine formelle Hierarchie, ist die aus dem sozialen System entstanden durch Gefolgschaft, und das kann wechselwirken. Aber ich will eigentlich damit nochmal auch auf die Frage hin, naja, was hat das jetzt mit digitalen Tools zu tun? Und da habe ich auch einen Moment drüber nachgedacht. Und da sind mir so zwei Seiten derselben Medaille aufgefallen. Also Steuerung ist einmal so, oder Management ist eigentlich eine Technik, die Wissensvorsprung braucht. Das heißt, derjenige, der steuert, der muss eigentlich permanent irgendwie ein bisschen mehr wissen als die, die gesteuert werden. Sonst kollabiert das förmlich. Wenn alle das Gleiche wissen,
dann kommen nämlich sofort irgendwie Ideen, ne, und das kann ich kaum aufhalten, dann kollabiert Steuerung oder Management kollabiert. Also ich habe das tatsächlich im Alltag auch schon passieren sehen, wo dann plötzlich der Steuerungswille nicht mehr angenommen wird, weil andere Leute auch eine Idee haben. Die wissen ja das Gleiche und es lässt sich kaum verhindern. Und deshalb braucht Führung vor allem auch Transparenz. Ist aus meiner Sicht in Unternehmen heutzutage der am meisten gemachte Fehler, wenn man dann sowas wie Scrum einführt und plötzlich sagt man, ja, ihr müsst doch alle jetzt Verantwortung übernehmen und eure Entscheidungen selbst treffen. Aber man teilt nicht das Wissen, das alle haben. Also Unternehmenszahlen, ne, wirklich auch Kosten bis hin zu Gehältern, aber auch wirklich das, was man so als normal im stillen Kämmerchen an Zahlen so hat in seinen Excel-Sheets, das bleibt im stillen Kämmerchen. Wenn die Leute aber nicht wissen, wie es dem Unternehmen geht, wie es dem Team geht, wie es dem Produkt geht, zahlenmäßig, dann können sie auch keine guten Entscheidungen treffen. Und da kommen digitale Tools ins Spiel, sowas wie ein Firmenwiki, wie Confluence, aber auch Jira, die einfach Wissen für alle zur Verfügung stellen. Und das würde ich auch immer empfehlen. Insofern haben digitale Tools, anders als ich vorher gedacht habe, durch das Schaffen von Transparenz sehr viel mit Führung zu tun. So, jetzt wird es noch besser. Führung erster Ordnung, Führung zweiter Ordnung gibt es jetzt auch noch. Okay, was bedeutet das? Naja, also die Führung erster Ordnung ist letzten Endes, dass mir jemand Wissen vermittelt oder irgendwelche Fähigkeiten. Ne? Das ist so, also zum Beispiel, ich setze mich vor Jira und zeige dir mal, wie geht denn das, wie schreibe ich in eine User-Story rein und wie verändere ich einen Status oder so weiter. Ne? Dann betreibe ich Führung erster Ordnung. Und Führung zweiter Ordnung ist, ich setze Rahmenbedingungen. Also das ist, glaube ich, auch das, was heute diskutiert wird. Wie verändert sich die Rolle der Führungskräfte? Da kommt man meistens dabei an, dass, ne, jetzt kann man sich natürlich wieder über die sprachliche Differenzierung streiten, aber Führungskräfte heutzutage sind eher aufgefordert, Rahmenbedingungen zu gestalten und zu setzen. Also nicht zu sagen, ich zeig dir jetzt mal, wie du eine User-Story schreibst, sondern zu sagen, wir arbeiten jetzt mit User-Stories anstatt mit Pflichtenheften. So, das ist tatsächlich eine strukturelle, eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Das ist Führung zweiter Ordnung. Also das heißt, Führung erster Ordnung ist Arbeit im System und ich habe das heute schon mal auf anderen Folien irgendwo gesehen. Und die Führung zweiter Ordnung ist Führung am System. Ich verändere das System, ich verändere den Kontext, in dem Menschen sich bewegen und arbeiten. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Für die Führung erster Ordnung brauche ich hauptsächlich Expertise. Ne? Ich gebe das weiter. Ich weiß, wie man User Stories in Jira eingibt und ich gebe das weiter. Also ich gebe mein Wissen, meine Expertise weiter. Die Führung zweiter Ordnung, und da dürfte mir jetzt sprachliche Ungenauigkeit vorwerfen, wenn ich sage, da benötige ich Macht. Ja, ist es dann eigentlich noch Führung? Vielleicht kann man dann sagen, es ist Steuerung, aber kann sein. Ne? Also Sprache ist unzulänglich und naja, ne? Die Welt ist ambivalent, also gesteht mir zu, dass ich jetzt kein besseres Wort habe und tatsächlich sind die Begriffe in der Soziologie auch so belegt. Aber auf den Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich brauche irgendeine Form von Macht, um das System zu verändern. Entweder bekomme ich die Macht von denjenigen gegeben aus dem Kollektiv, die sagen, ja, mach du das mal, oder ich habe sie im Unternehmen, weil ich halt eben an einer bestimmten Position bin und im Vertrag das steht, dass ich das darf. Und ich brauche das, denn was heute schwierig ist, was häufig versucht wird, ist, so eine Bottom-up-Revolution in ein Unternehmen zu starten und dann das Unternehmen transformieren zu wollen. Das geht ganz, ganz häufig schief. Man versucht irgendwie den Menschen zu sagen, ja, benehmt euch mal anders, aber vollkommen ignoriert, dass da Machtverhältnisse sind im Unternehmen und die kann ich nicht übergehen. Ich kann nicht gegen meinen Chef was tun. Ja, doch, genau, man kann. Ja. Und jetzt, ja, ich muss gucken, dass ich es richtig rüberbringe. Also, dass wenn ich jemandem zeige, wie ein Jira-Ticket ausgefüllt wird, ne, dann brauche ich erstmal auch diese Kooperation. Also derjenige muss sich auch zeigen lassen wollen. Also wenn da jemand, ich kann den nicht schnappen und kann sagen, ich zeige dir das jetzt, auch wenn du das gar nicht wissen willst. Das funktioniert nicht. Wenn ich am System arbeiten will, ist natürlich Kooperation was richtig, richtig Gutes. Ne? Aber streng genommen brauche ich das nicht unbedingt.
Also mir fällt zum Beispiel ein Beispiel ein, die Firma Bosch, der Vorstand hat von heute auf morgen beschlossen, keine Manager-Boni mehr zu haben, keine individuellen Anreizsysteme, Änderungen im System, Führung zweiter Ordnung. Von heute auf morgen entschieden, ich bin mir sicher, nicht alle Manager haben da sofort auch Hurra geschrien, haben kooperiert, aber es war, also so kann man glaube ich heute sagen, ein erfolgreicher Schritt. Ne? Das, man kann sich jetzt streiten, ist es gut oder schlecht oder schön, das will ich gar nicht werten. Mir geht es nur um die Differenzierung, was tue ich da? Und was hat es mit digitalen Tools zu tun? Naja, sagte ich eben schon, die Einführung eines digitalen Tools ist tatsächlich Führung zweiter Ordnung. Ich verändere das System. Und was ich heute beobachte in Unternehmen ist häufig das so, naja, ne, wir führen mal das Tool ein und dann wird schon alles gut. Aber wir machen da nichts weiter mit. Wir sparen uns mal die Schulung dazu, weil es ist ja teuer. Wir holen uns auch keine Beratung, die uns dabei hilft und die uns mal ein bisschen die Arbeitsparadigmen zeigt, weil es ist eine Änderung im Arbeitsparadigma. Ich ändere den Arbeitsalltag. Das spart man sich alles und dann sitzt dieses Tool für Jahre da und alle sagen irgendwie, ja, wir haben ja da auch noch dieses Tool, aber eigentlich, das nutzt eh keiner und irgendwie, es funktioniert auch nicht so richtig. Und das ist halt ziemlich schade. Eigentlich ist das wie wir heute eben in der zweiten Keynote auch gehört haben, das ist ein Mittel, um tatsächlich Unternehmenstransformation zu betreiben. Das ist Führung zweiter Ordnung, wenn ich die richtigen Tools auch richtig einführe und damit das System ändere. Der Unterschied ist, dass eben, ja, Führung erster Ordnung ist eigentlich, das Effekt am System ist minimal. Ne? Ich arbeite da mit Menschen und helfe ihnen, sich im System besser zu bewegen. Bei Führung zweiter Ordnung verändere ich das System und was wichtig ist, die Effekte sind häufig sehr, sehr komplex, das heißt überraschend. Ne? Wenn ich plötzlich Jira einführe und sage, ja, ihr habt jetzt hier ein Service-Team und da konnte ich immer anrufen oder da konnte ich hingehen und ich sage jetzt, nee, ihr müsst jetzt ein Ticket schreiben. Dann findet das Service-Team das vielleicht super. Die sagen, ah cool, jetzt können wir jetzt endlich mal fokussieren. Ganz viele, tatsächlich habe ich das auch mal erlebt, Realsituationen, die sagen, ja, das ist doch Mist. Jetzt muss ich da immer ein Ticket schreiben. Na, das ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Ich konnte da immer hingehen. Und das soll halt zeigen, naja, es ist durchaus komplex. Nicht jeder reagiert da gleich drauf. Und das, was für die einen eben so toll aussieht, ist für die anderen vielleicht erstmal irgendwie doof. Bisschen auf die Uhr gucken. Genau. So. Ja, genau, auch in diesen Zeiten der agilen Transformation wird ja sehr gerne über die lernende Organisation gesprochen. Und was dann häufig kommt, ist so eine Reduzierung auf, also ja, das bedeutet, dass die Menschen in dem Unternehmen ganz viel lernen müssen. Und da fängt es schon wieder an, da möchte ich gerne mehr differenzieren, weil da besteht für mich tatsächlich ein Unterschied. Einmal steckt da sogar auch ein Vorwurf drin, dass irgendwie die Menschen nicht genug lernen. Und den mag ich nicht so richtig, diesen Vorwurf. Ich glaube sogar, dass Menschen ständig lernen. Das ist gar nicht zu vermeiden. Es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, nichts zu lernen. Da muss ich den irgendwie einsperren und darf dem auch nichts irgendwie zukommen lassen an Informationen oder Einflüssen. Wohingegen Organisationen eigentlich nicht lernen. Die haben kein Bewusstsein. Eine Organisation besteht aus Kommunikation. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Nicht aus Menschen, deshalb hat sie auch kein Bewusstsein und deshalb lernt eine Organisation auch nichts. Aber eine Organisation hat eine Kultur. Das heißt, es werden bekannte Muster wiederholt. Und das ist sogar ein relativ starker Mechanismus. Also man kann sagen, dass eine Organisation letzten Endes lernt, um den Begriff zu verwenden, irgendwie Probleme zu lösen. Und wenn diese Problemlösung mal gut funktioniert hat, dann behält sich das die Organisation entweder in Form eines Rituals oder eines, ja, so machen wir das, in einer Absprache, in einem impliziten, ja, das ist bei uns so, oder sogar in Form eines Prozesses, der aufgeschrieben wird. Menschen lernen eigentlich immer kontextbezogen. Ne? Also ein Mensch lernt, wie er sich in seiner Umgebung am besten verhält. Und ich meine jetzt dieses tägliche, implizite Lernen. Wenn Prozesse oder wenn neue Tools eingeführt werden, dann lernt ein Mensch meistens auch relativ schnell, wie gehe ich damit um, was bringt mir das und wie kann ich meinen Arbeitsalltag damit gestalten. Und das ist auch gut und das ist auch manchmal schlecht. Aber es ist wichtig, glaube ich, dieses Menschenlernen immer sehr stark kontextbezogen. Es sei denn, ich nehme sie wirklich raus aus dem Kontext und sage so, der Mensch geht jetzt mal auf eine Schulung,
anderer Kontext und lernt mal explizit etwas anderes. Ne? Davon rede ich jetzt nicht, aber dieses implizite Lernen, was fast immer stattfindet, das ist immer kontextbezogen. In Organisationen ist es so, dass sich das, ne, Musterschleifen, sich ein vergangener Erfolg wird quasi, also das Lösen von dann bekannten Problemen wird in Prozesse und Regeln gegossen und dann wird versucht, mit diesen Prozessen und Regeln auch zukünftige Probleme zu lösen. Und es funktioniert gut, wenn sich die Probleme nicht verändern. Was so bei Menschen dann passiert, und das ist auch nicht irgendwie bei Menschen schlecht oder blöd werden, um Gottes Willen, wir sind so, wir sind soziale Wesen. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Wir schaffen sozusagen eine interne Referenz im Unternehmen und für die Menschen dann im Unternehmen ist es sehr wichtig, diesen internen Prozess zu erfüllen, der dann da geschaffen wurde. Das sagt man den Menschen ja auch, ne? So, hier ist der Prozess und bitte halte dich daran, so hast du das zu machen. Und das verselbstständigt sich relativ schnell. Interne Referenzen, die verhindern nämlich dann plötzlich die Sicht auf das eigentliche Problem, was da draußen am Markt ist. Ne? Ich gucke auf meinen Prozess und sage, ja, so muss ich das machen. Und es verstellt mir den Blick, was war denn jetzt eigentlich das Problem vom Kunden? Und wenn sich das verändert hat und ich immer noch mit demselben Prozess arbeite, dann bekomme ich Schmerzen. Und das ist ein Problem. Also da kann man sagen, wenn Organisationen zu gut lernen und dieses Gelernte zu gut immer wieder anwenden, kann das in hoher Dynamik ein Problem sein. Ich will jetzt nicht den Begriff des Entlernens, der auch manchmal in der agilen Szene verwendet wird, verwenden, weil ich den für falsch halte. Man kann, glaube ich, nichts entlernen. Aber es geht mir darum, dazu zu lernen. Ich muss eigentlich an der Stelle innehalten und muss sagen, ja, drop your tool. Wir müssen mal unsere Prozesse hinterfragen. Und es war heute auch schon in einem anderen Vortrag, ich habe ja vorhin gesagt, naja, wir brauchen eigentlich um neue Ideen, unbekannte Probleme zu lösen, brauchen wir Ideen. Ne? Und Menschen haben Ideen, aber die haben die vorrangig, wenn ich ihnen Freiräume gebe, wenn Freiräume da sind. Leider haben wir in Organisationen häufig aber diesen Effizienzgedanken, der zur Vollauslastung strebt. Ne? Und ich muss die Menschen auslasten, wenn die da sitzen, dann können die ja nicht, die arbeiten ja dann nichts. Das ist natürlich fatal, das verstärkt sich auch ein bisschen selbst und wenn diese Freiräume fehlen, dann verliert eine Organisation die Fähigkeit, einerseits immer wieder sich selbst auch zu hinterfragen und die eigenen Prozesse auch zu korrigieren und anzupassen und ich kann keine Ideen generieren und ich kann diese Ideen dann auch nicht nachverfolgen. Insofern wäre meine zweiteilige Empfehlung, also schaffe Freiräume, ne? Sowas wie monatliche Open Spaces. Es gibt ja, was auch in aller Munde ist, dieses Working Out Loud. Also, ne, das ist, also ich sehe das nicht als ein Mittel zur Unternehmenstransformation, was, glaube ich, manchmal so gesehen wird. Aber das ist ein Schutz. Ich schaffe Schutzräume. Ne? Ich habe einen Freiraum für Menschen, den sie sich explizit nehmen, um mal aus dem operativen Geschäft rauszukommen und zu reflektieren. Und sowas können gute Mittel sein, die man da anwenden kann. Und vor allem mache externe Referenzen spürbar. Also Prozesse, Regeln, KPIs, auch OKR sind alles interne Referenzen. Und es ist eine gute Praxis zu schauen, dass ich externe Referenzen habe. Also wirklich gucke, was passiert am Markt? Wo stehe ich im Vergleich zu Marktbegleitern? So, wenn ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Aber das ist auch dann der letzte Punkt. Unterscheide zwischen Menschen und Personen. Oh Gott, jetzt ist er ganz verrückt, jetzt wird es auch ganz theoretisch. Nein, ich versuche aber, es ist tatsächlich, steckt viel Theorie dahinter, aber es hat einen praktischen Anwendungsfall. Denn was auch in Unternehmen passiert, ist ja gerne, wenn irgendwas schief geht, dann suchen wir Schuldige. Und Gerhard Wohland hat auch mal so schön gesagt, na, solange wir Schuldige oder Helden brauchen, haben wir noch das Problem noch nicht verstanden. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Und ich glaube, da steckt auch eine Befreiung drin. Und jetzt habe ich sogar ein Bild, das ich ein bisschen erklären muss. Das ist tatsächlich Systemtheorie à la Luhmann. Vielleicht kennen das auch ein paar. Ne? Also wenn Menschen zusammenkommen, soziales System, das System besteht aus Kommunikation. Ich will jetzt mal nicht so tief da reingehen, aber worum es mir geht ist, wir haben, habe ich hier auch so ein Licht dran? Ich will jetzt nichts falsch, egal. Wir haben einmal den Mensch, das ist so der vollständige Mensch, ne, mit seiner Physis und die Psyche. Und der kommt jetzt in das System. Und was jetzt passiert in der Kommunikation, ist eigentlich, dass die soziale Rolle, die dieser Mensch dort einnimmt, die wird mir vom System zugeschrieben.
ich kann mir das nicht aussuchen. Ich kann natürlich irgendwie mir Gedanken machen, wie trete ich auf, was ziehe ich an, wie rede ich. Aber letzten Endes ist es immer das, sind es die anderen, die mir eine Rolle zuschreiben. Und das soll dieses Rote symbolisieren, das ist die Person. Das ist die Person in diesem System. Also der Chef in der Firma oder die Kollegin, der Pförtner oder der nette Kerl in der Kantine, mit dem ich immer drei Witze mache, wenn er mir einen Teller volllädt oder so. Das ist, ich sehe immer diese Person in dieser Umgebung. Wenn ich diesen Menschen mal privat kennenlernen würde, würde ich eine ganz andere Person sehen. Und das ist der Punkt. Das ist auch eine Kernaussage der Systemtheorie, die sagt, Menschen verhalten sich auch immer systemintelligent und die Rolle, die sie in einem System einnehmen, die hängt vom System ab, zu einem hohen Maße und wird ihm vom System zugeschrieben. Und das klingt jetzt auch für die Kritiker der Systemtheorie immer so, um Gottes Willen, wir sind ferngesteuerte Drohnen und das kannst du nicht sagen und das ist menschenfeindlich. Nein, das will ich damit nicht sagen. Missverständnis. Menschen sind natürlich ganz, ganz wichtig. Die sind die Voraussetzung, dass überhaupt ein System existieren kann. Sie sind nämlich die Umwelt für dieses System. Aber meine Sichtweise ist, wenn ich mal durch diese Brille drauf schaue, ist es eine unglaubliche Befreiung. Es ist nämlich eine Befreiung von dieser persönlichen Schuld. Ne? Immer wenn irgendwas schief geht, du bist schuld. Du bist der Projektleiter, du hast das gemacht. Und das ist zu einfach. Das hilft mir auch nicht, das Problem zu lösen. Sondern diese Sichtweise stellt mich eigentlich frei und ich kann jetzt sagen, naja gut, die Person hat unter diesen Umständen in diesem System da jetzt was getan, was uns nicht weitergeholfen hat. Okay. Aber ich kann jetzt gucken, was hat denn die Person eigentlich im System animiert, so zu reagieren? Also Menschen sind im Allgemeinen ja nicht bösartig. Ne? Also ich habe häufig gesagt, es kommt doch keiner, keiner steht morgens auf, geht auf die Arbeit und sagt, ich mache jetzt mal was Schädliches. Oder ich mache mal was ganz Blödes. Oder ich mache mal was, was meine Kollegen aufregt. Ich weiß nicht, vielleicht machen das manchmal auch Menschen, aber ich kenne niemanden. Ne? Und allein das ist für mich ein Indiz, dass da was dran sein könnte, dass nämlich das System tatsächlich mit uns so ein Spielchen spielt, wo wir manchmal sagen, mein Gott, in der Situation, ja, da hast du das gemacht, ja. Ne, man kann jetzt noch viel über Kommunikation und wie das funktioniert. Kommunikation wirkt wie ein Filter, ne, es geht um Anschlussfähigkeit und so weiter. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr auch in Anbetracht der Zeit so tief einsteigen. Aber ich finde es wirklich spannend und sinnvoll, sich mal damit zu beschäftigen und es mal so zu beobachten, und das kann jeder jeden Tag tun, mal im Meeting, ne, mal Kommunikation zu beobachten, wie reden die Leute miteinander, was passiert da. Und man kann sehr schön beobachten, dass gelernte Kommunikationsmuster, Kulturmuster gerne wiederholt werden. Obwohl man dann plötzlich bei zweitem Hinsehen plötzlich sieht, eigentlich müsste man gerade was ganz anderes tun. Und jetzt ist es aber sehr schwer, da auszubrechen und das zu tun. Und was ich eigentlich damit aber zeigen will, ist, lasst euch eingeladen sein, mal die Probleme nicht zu personifizieren. Schaut mal, was war denn im System? Warum agiert diese Person in dem System so? Was führt dazu, dass das Sinn macht, so zu agieren im System? Und das ist ein wertvoller, glaube ich, Gedankengang, um einfach mal wegzukommen von diesen Schuldzuweisungen. Und dazu nochmal ergänzend, wie das so meine Sicht da so ist, wie ist es mit dieser Haltung? Es wird auch sehr viel über agiles Mindset gesprochen und das kann man ja übersetzen mit einer Haltung. Menschen haben eine Haltung. Also wir haben eine Haltung, die ist also üblicherweise durch Erziehung und ein langes Leben geprägt. Die ändert sich auch nicht so schnell. Und es gibt einen Kontext, in dem wir uns bewegen. Ne? Das ist das, was ich gerade sagte. In der Firma sind wir ein bisschen anders als zu Hause unter Freunden oder in der Familie. Ein Lehrer von mir hat mal in der Schule gesagt, ein Schüler hat immer drei Leben. Das in der Schule vorm Lehrer, das vor den Eltern und sein eigenes. Und ich glaube, das stimmt. Ne? Das ist sogar wahrscheinlich noch viel mehr. Das ist eigentlich Systemtheorie praktisch angewandt. Und Haltung und Kontext ergeben ein bestimmtes Verhalten. Und ich glaube, es ist nicht hilfreich, gerade wenn ich jetzt über Unternehmenstransformation rede, hinzugehen zu den Leuten und erstmal an der Haltung zu arbeiten. Also zu sagen, ja, dieses System Firma, das lasse ich alles mal so. Und ich habe es tatsächlich erlebt, wenn Agile Coaches dann da stehen und sagen, oh, da haben wir ein Mindset-Problem. Oder wir müssen mal das Mindset hier auf den Prüfstand stellen. Und das klingt jetzt auch so mystisch und das lässt sich vielleicht auch gut verkaufen, aber
da stecken für mich zwei Dinge drin, die schädlich sind. Das erste, was da drin steckt, ist eine Anschuldigung. Da ist eine Anschuldigung, ich sage, ihr habt nicht das richtige Mindset. Eure Haltung stimmt irgendwie nicht. Die zweite Anschuldigung, die da drin steckt, ist, ich habe ja offensichtlich das, also nicht die Anschuldigung, aber das zweite Schädliche, was da drin steckt, ich habe ja offensichtlich das richtige Mindset. Und man kann jetzt viel darüber diskutieren, ist das jetzt richtig oder falsch? Darum geht es mir gar nicht. Ich stelle die These auf, es ist einfach nicht hilfreich, wenn ich so dran gehe. Selbst wenn ich recht habe, selbst wenn die anderen alle irgendwie ein falsches Mindset haben, ist es nicht hilfreich, wenn ich hingehe und sage, ihr habt alles falsche Mindset. Oder wenn ich das tue, wollt ihr da noch mit mir arbeiten und kooperieren? Oder wie groß ist dann die Lust zur Zusammenarbeit, wenn ich das erstmal auf den Tisch geworfen habe? Also ich halte es nicht für sinnvoll, da anzusetzen, und ich halte es auch nicht für sinnvoll, am Verhalten anzusetzen, weil das ist so ein bisschen, wie wenn ich in die Firma komme zu Leuten und sage, mach das doch mal anders. So, ne, sei mal anders. Also ich verspreche mir da relativ wenig davon. Man kann dann drüber diskutieren, warum und über Sinn. Und manchmal funktioniert das auch. Manchmal sagt auch jemand, ja, ich könnte es ja auch mal anders probieren. Aber das ist meistens sehr zäh und schmerzhaft. Und das ist so ein bisschen, war in dem Vorgängervortrag, ne, es gibt immer auch in Transformations- und Change-Vorhaben einen gewissen Widerstand. Und das ist tatsächlich das, was man heute beobachten kann. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Widerstand. Und das ist so ein bisschen das. Und jetzt mache ich ein bisschen schneller. Unser Verhalten im Kontext schaffen aber Erlebnisse. Ne? Und das prägt ja dann wieder unsere Haltung. So entsteht auch unsere Haltung über Zeit. Und ich glaube, der beste Ansatz ist zu sagen, ich nutze eben Führung, um für neue Erlebnisse zu sorgen. Und um Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Haltung vielleicht auch zu ändern, wenn sie denn das für sinnvoll halten. Und das mache ich im Wesentlichen dadurch, dass ich Kontext bearbeite, denn das kann ich bearbeiten. Ich bin kein Therapeut und ich glaube auch nicht, dass wir im großen Stil hingehen sollten, auf therapeutische Art und Weise die Haltung von Menschen zu versuchen zu verändern, vor allem nicht auf Kommando oder gegen deren Willen, sondern ich glaube, der Ansatz über den Kontext ist viel einfacher und vielversprechender. Ich will noch mal kurz zusammenfassen, beziehungsweise bin ich dann auch am Ende. Also die Message ist, ja, also ne, das ist, was da oben steht, drop your tools, wenn es komplex wird, okay. Was ich so ein bisschen wieder negiere, indem ich sage, naja, digitale Tools können auch Transparenz schaffen und damit natürlich im komplexen Umfeld mir helfen, um Führung herbeizuführen oder zu unterstützen. Von daher ja und nein, die Welt ist ambivalent. Aber die Message ist, ne, finde heraus, wo ist das Komplexe, wo helfen dir Tools weiter und wo nicht. Die Einführung neuer Tools ist immer komplex, also vertraue nicht auf solche Silver-Bullet-Lösungen, dass gesagt wird, ja, wir führen jetzt da mal Jira ein und dann wird alles super. Oder genauso, wir machen jetzt Less oder Safe oder Scrum und dann wird alles super. Das ist leider noch häufig zu beobachten, geht meistens schief. Und Tools können eben auch dieses Festhalten, ne? Wenn ich Tools benutze, um Prozesse zu implementieren, dann unterstützen sie dieses Festhalten am Prozess. Und manchmal ist es halt eben gut zu sagen, wir werfen das mal weg, wir schieben das beiseite und machen was ganz anderes. Und ich möchte einfach einladen, mal zu versuchen, nicht Probleme zu personifizieren, sondern Probleme, wenn man sie sieht und erkennt, zu nutzen, um was über das eigene System zu lernen und zu sagen, wie ist eigentlich unser System und welche Anreize haben wir im System, dass sich die Personen da so verhalten. Genau, jetzt habe ich es geschafft. Vielen Dank. Und ich glaube, ein paar Fragen würden noch gehen, oder? Ich weiß nicht.